Natürlich Lausitz. Die gemeine oder auch gewöhnliche Nachtkerze kam angeblich um 1620 aus Nordamerika als Zierpflanze nach Mitteleuropa. Die rasante Ausbreitung der verwilderten Pflanze in der freien Natur, ihr Vorkommen in nahezu jeder Gegend und auch ihr spezielles Blühverhalten haben ihr dabei zahlreiche Trivialnamen beschert. So wird die Nachtkerze bisweilen auch als Nachtblume, gelber Nachtschatten, Nachtschlüsselblume, Eierblume, gelbe Rapunzel, Rapunzelsellerie, Hährekraut, Rapontica, Rübenwurzel, Schinkenkraut, Schinkenwurz, Sommerstern, Stolzer Heinrich, Weinblume oder Weinkraut und Hustenblume bezeichnet. Zu finden ist die äußerst anspruchslose Pflanze auch in der Lausitz, oftmals in Bauerngärten und wild an Bahndämmen, Böschungen, Straßenrändern und auf Brachen. Wegen ihrem häufigen Vorkommen entlang von Eisenbahnstrecken wird sie bisweilen auch Eisenbahnpflanze genannt. Die zweijährige gemeine Nachtkerze ist winterhart und wächst erst richtig im zweiten Jahr. Dann kann sie bis zu stattlichen 2 Metern hoch werden. Dabei bildet sie zahlreiche Seitentriebe mit unzähligen Knospensträngen, die sich nach und nach öffnen. Das Besondere, die Blüten entfalten sich erst bei Einsetzen der Dämmerung. Dabei kann man regelrecht zusehen, denn das Ganze dauert nur ca. 15 Minuten. Die Blüte bleibt dann über Nacht offen, daher auch der Name, und verwelkt bereits spätestens zum Ende des nächsten Tages. Die zahlreichen leuchtend gelb gefärbten Blüten entspringen den grünen Knospen, die sich an kräftigen, meist unverzweigten Stielen befinden. Bis zu 200 Blüten je Stängel sind dabei zu finden. Deren intensives Gelb wechselt beim Verwelken in Orange. Zur Bestäubung lockt die duftende Pflanze während der Nacht besonders Nachtfalter an. Am Tag wird diese Aufgabe von Bienen sowie Hummeln und Tagfaltern übernommen. Bekannt ist die gemeine Nachtkerze auch als Bestandteil von Naturkosmetik und Pharmaartikeln. Genauer gesagt ist es das Nachtkerzenöl, das als Wirkstoff speziell in Hautcremes eingesetzt wird. Die reichlich enthaltene Linolsäure soll angeblich bei reizempfindlicher Haut beruhigend wirken. Einschließlich der kräftigen Wurzeln sind sämtliche Teile der Pflanze essbar und können als Gemüse oder Salate bzw. als Zutat in Suppen verwendet werden. Frisch oder getrocknet finden die Blätter, aber auch die gesamte Pflanze Anwendung als beruhigender Tee.